Hallo, hallo Freunde chinesischer druckender Kunst. Es geht heute um dieses Luxmeter. Nein, natürlich nicht. Es geht um einen Drucker. Oh Mann, was habe ich wieder gefrühstückt? Und zwar Paperang. Von, keine Ahnung, der Rest auf dem Ding hier ist komplett chinesisch. War eine Zuschauerempfehlung im Forum gewesen und fand ich so Party, weil kostet mich nur 34,90 Euro und ist ein kleiner Thermodrucker. Was der alles kann. Obwohl das eine ziemlich blöde Frage ist und wie das funktioniert und wie die Qualität ist, das erfahrt ihr direkt nach dem Intro. Viel Spaß! Nun denn, wollen wir das Gerät erstmal auspacken. Wir sehen hier im Übrigen schon 57 mm Printing Paper. Das ist ja dann so eine kleine Rolle, kennt vielleicht jeder, der mal an der Kasse gearbeitet hat oder es gerne möchte. Das ist eigentlich ein Standardpapier, so viel ich weiß, 57 mm. Also man müsste das Papier auch überall nachkaufen können, ohne dass man das jetzt alles aus China importiert, obwohl es dort höchstwahrscheinlich so spottbillig ist, dass man sagt, ich nehme eine Schiffsladung, passt. Die Verpackung gibt nicht so viel her, weil es auf Chinesisch ist, aber hier das Firmenlogo oder Markenlogo wieder zu geil. Ja, so eine Katze, das ist so typisch chinesisch. Finde ich aber immer total sympathisch. Viel können wir hier nicht ablesen, weil eben alles auf Chinesisch ist. Offensichtlich nicht wirklich für den europäischen Markt gedacht. Wir können aber lesen, 1000 mAh, ja, das Gerät funktioniert auch über Akkubetrieb und muss nicht immer am Stromkabel hängen. Für 5 Volt 1 Ampere, höchstwahrscheinlich wird das Netzteil sein, was wir zur Verfügung stellen müssen, ist aber glaube ich nicht dabei. Und kommen wir noch, 160 Gramm wiegt das Ding, wunderbar. Da haben wir ja nochmal was sehr Interessantes rausgefunden. Und eben diese 57 mm breiten Standard-Thermorollen, wie gesagt, die man eigentlich so, ich gehe mal davon aus, dass es kompatibel ist mit den normalen. Wir können das Ding hier mal aufmachen. Hier war es mal kurz gezeigt. Der sieht ein bisschen eigenartig aus, dafür, dass es ein Drucker ist. Ich weiß auch ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und ihr seid bestimmt schon gespannt drauf, was das Ding in der Mitte sein soll. Das habe ich jetzt auch, ich meine, es ist also ein Drucker. Es ist so ein riesiges Designelement. Ich dachte erst, man kann vielleicht so klick ein Foto machen und das dann ausdrucken. Aber das Gerät ist tatsächlich einfach nur ein Drucker. Und zwar einer, der über Blauzahlen funktioniert. Ich hätte es vergessen, im Lieferumfang befindet sich natürlich auch noch ein Micro-USB-Kabel. Das hatte ich jetzt schon beiseite gelegt, um das Gerät mal zwischenzeitlich aufzuladen. Aber das gehört natürlich auch dazu. Ja, wieder das Logo hier. Also das Einzige, was hier auf Englisch ist, das ist wirklich die Firma, beziehungsweise die Marke, Rest eben nicht. Aber man kann auch anhand der Bilder also einiges rausbekommen. Also man sieht auch, das ist auch überhaupt nicht bezeichnet, dieses Bullseye in der Mitte. Ja, ein Austaster, ein Kabel ist dabei, um es zu laden. Hier eben, dass man das Ganze über Software betreiben muss. Da ist auch ein QR-Code, aber den braucht man eigentlich nicht einzuscannen, weil da lädt man bloß irgendeinen komischen App-Store runter. Aber nicht die Software, die man benötigt. Einfach Paper an, ach, ich kann es euch auch einfach zeigen. Hier aber nochmal kurz der Drucker selber. Also hier kann man an ausschalten, einfach gedrückt halten. So, leuchtet. Und nun ist er auch betriebsbereit und kann sofort ausdrucken. Hier kommt das Papier dann raus und da kann man es dann auch einfach abreißen. Wie halt bei einem Thermodrucker. Hier Micro-USB, um es zu laden. Was das Ding ist, weiß ich nicht. Könnte ein Reset-Knopf sein, um die Bluetooth-Einstellungen zurückzusetzen. Und hier die Rückseite, da steht jetzt nicht so viel drauf. Es hat ein CCC-Zeichen, was immer das bedeutet. Eine 10, die mit Kreisen umrundet. Links, keine Ahnung, was das ist. Öffnen, ganz easy. Mal rauskriegen, in welche Richtung das nochmal war. Ah ja. So, jetzt leuchtet das hier rot, weil es eben öffnungsbereit ist. Und da ist auch schon die Thermorolle. Viel mehr ist es gar nicht, ja. Kein großes Geheimnis. Und hier kann ich dann die Rolle einfach einlegen. Also es ist eigentlich echt denkbar einfach. Einlegen. Die muss vorne etwas rausschauen, wenn man das Gerät wieder zuklappt. Oh, jetzt hat sich ein bisschen verkeilt. Okay, jetzt hat sich das ein bisschen aufgedröselt hier, dieses blöde Papier. Aber gut, was mir hier auffällt, ist, also normale dicke Rollen passen da nicht rein. Da müssen schon sehr dünne, oder man muss die halt kaufen und dann erstmal 20, 30 Meter abrollen, damit die dann hier reinpasst. Und jetzt wieder zuschieben, also sozusagen das Ganze verriegeln. Jetzt sperrt das Papier. So, jetzt ist wieder betriebsbereit. Grüne Lampe. Finde ich nicht schlecht, der hat also Sensoren, die das eben bemerken, dass das Gerät geöffnet ist. Und dann beschwert er sich natürlich am Band. So, jetzt brauchen wir ein Smartphone. Die Software habe ich schon runtergeladen. Die Software heißt auch Paperang. Also einfach im Play Store eingeben und dann sieht man das sofort an dem Katzensymbol, worum es sich handelt. Starten, ich glaube, man musste sich hier registrieren, was ich dadurch dann ein bisschen blöd finde, habe ich auch schon gemacht. So, da sagt hier Drucker offline und connected. Ja, das war über Blauzahn. Ich das Mannequin hier schon wieder. Emoticons, follow. So, alles. Miau.
Die haben so eine Macke, die Chinesen. So, was haben wir denn hier? Das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ziehe ich alles mit Katzen hier. Also es gibt hier halt eine interne Galerie, die offensichtlich auch stark katzenorientiert ist. Und ja, jetzt kann ich mir hier halt so einen kleinen Katzensticker halt drucken. Number of Printings. A Print Image. So. Ja, und da geht's auch schon los. Ne? Jetzt druckt er mir halt die Katze. Wofür ich die auch mal benötige. Und es ist selbstverständlich monochrom. Ne? Also jeder, der weiß, Thermodrucker drucken immer monochrom, also schwarz-weiß. So, hier. Ist jetzt nicht das geeignetste Motiv, aber man kann ja jetzt hier nicht nur vorgefertigte Sachen, also Texte drucken, das ist natürlich am sinnvollsten. Aber wir gehen mal zurück. Man kann nämlich hier auch einfach, ich weiß gar nicht genau, wo das war, connected. Genau. Jetzt kann ich hier nämlich mir was aussuchen. Und wir, auch hier sogar Webseiten kann man sich printen. Aber dann muss ich mal gucken, ob das mit der Auflösung von dem Drucker auch Sinn macht. Wir nehmen jetzt aber hier mal ein Bild. Jetzt kann man hier noch ein bisschen das irgendwie bearbeiten. Das würde ich jetzt natürlich nicht machen, weil es ist bereits ein sehr hochwertiges Bild. So, ja, das finde ich auch cool. Jetzt sagt er gleich, nochmal zur Überprüfung. Hier Länge 6 cm, dass, falls man einen Fehler macht, das Ding jetzt nicht anfängt, 8 Meter irgendeinen Scheiß zu drucken. Also gleich die Warnung, hier 6 cm, ist das okay, wenn da jetzt halt 8 Meter steht, da kann man noch rechtzeitig abbrechen, bevor er dann hier nicht mehr aufhört. Da müsste man halt zur Not den Drucker abschalten. So, und jetzt kommt das hier halt raus und ich finde das so cool, weil es ist halt auf Akku, ne? Ich kann das Ding jetzt auch gerne einen Freund zuschmeißen, während der druckt. Wäre allerdings total sinnlos. Und je kontrastreicher die Bilder, also wenn man wirklich so feine Linien auf weißem Hintergrund, das kann er natürlich dann auch schwer drucken. Der hat ja nur Graustufen zur Verfügung. Aber bei sowas hier, ein sehr kontrastreiches Bild, Reprint, Finished, dann schauen wir uns das mal Ergebnis mal an. Und man muss noch zugeben, es ist echt, ich find's geil. Ich meine, der Drucker kostet 34 €. Und damit kann man monochrom hier echt vernünftige Fotos drucken. Ich habe meinem Bruder gezeigt, es ist ja mein Bruder hier. Ja gut, wie reagiert man darauf, wenn man auf so einen kleinen Kassenstreifen hier sein Foto drauf hat? Also für 34 € Drucker, also das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Kann man sich jetzt zum Beispiel das hier an die Tür kleben oder solche Einheiten. Also man kann auf jeden Fall, naja, lustige Sachen mitmachen. Ne? Man kann sich hier jeden Quatsch ausdrucken. So, ich muss zugeben, ich habe mir das hier alles noch nicht angeguckt, aber eine To-Do-List zum Beispiel ist natürlich eine feine Sache. Ach jetzt, na, das war ja so klar. Das ist alles immer so mit diesen Anime-Tieren. Ja, das ist auch geil, der Hund. Oh Mann, die Chinesen. Aber ich finde das immer irgendwie sympathisch. Echt, die haben so eine kleine Macke, was das angeht. Ach, guck mal, eine Giraffe gibt's. Nee, das finde ich geil. Also gerade ich als YouTuber, ganz ehrlich, ich brauche To-Do-Listen, ich nehme meistens meine LCD-Tablets, aber die sind manchmal vollgeschrieben und da kann man sich hier halt mal ganz eben schnell so ein Ding hier mal... Ah, und jetzt kann ich... Ah, man ist also erstmal in der ersten, also machen wir Aufgabe 1, hinzufügen. Ich weiß, ich bin nicht besonders kreativ, aber wir werden das Video auch irgendwann mal fertig kriegen. Und Aufgabe 3 ist eine To-Do-List. So, zack, wunderbar. Und jetzt, drucken. Das ist so geil, gerade wenn man Kinder hat oder sowas, ja. Da kann man den hier erst Flur wischen, dann Küche aufräumen, dann Hund Gassi führen. Und dann kriegen sie das wenigstens auf so einen geilen, netten kleinen Zettel. Das ist so super. Also ich muss sagen, für 34 € bekommt man hier wirklich mal ein Gadget mit einem echten Mehrwert. Gerade wenn man, wie ich zum Beispiel, sehr organisiert sein muss, ja, um so einen Kanal zu betreiben, muss man organisiert sein. Oder auch wenn man entsprechende Jobs hat, wo man halt sehr viel organisieren muss und man sich sehr viel merken muss, dann ist so ein kleiner Drucker, den man sich ohne Mist auch mal in die Hosentasche stecken kann, echt praktisch. Und halt die Bedienung über Smartphone, zack, kann man in der Hand halten, ausdrucken und fertig ist der Lack. Main, ist jetzt auch nicht besonders... Ach so, jetzt kann man jetzt einfach sowas schreiben. Gut, das geht natürlich auch, ohne dass er dann halt irgendwie eine Katze dazu druckt. Wobei ich der Meinung bin, also Katzen, ne, das ist echt Pflichtprogramm, wenn sowas möglich ist, drucke ich das dann nicht einfach auf dem weißen Zettel, wenn ich auch eine Katze haben kann. Eine Namecard ist natürlich auch echt cool. Jetzt ist das hier No Business Card. Naja, Card ist natürlich dann eine sehr relative Sache. Ja, Mau. Die haben so eine Macke. Mau. Hier steht jetzt überall Mau drauf. Also das wird man sich wahrscheinlich verändern können, aber dass sie das so voreingetragen haben, finde ich übrigens cool. Okay. Ja, klar, das kommt jetzt hier natürlich nur als Thermopapier raus. Ja. Und übrigens, Thermopapier ist in der Regel auch nicht besonders langlebig. Das heißt, es schuffelt sich dann schnell mal runter. Wenn man nichts anderes da hat, ne, dann kann man das auch mal ganz schnell ausfüllen und dann halt jemandem einen Schnipsel mitgeben. Aber wirklich nur als Notfall. Soll ich jetzt nicht immer machen. Background Image. Ach so, ich kann das auch einfach so machen, ohne daraus jetzt eine To-Do-List zum Abhaken zu machen. Kann ich jetzt auch einfach nur irgendeinen Hintergrund auswählen. Gibt es hier ja einige.
Guckt euch das an, das ist einfach mal zu Party. Druck ich das jetzt einfach aus? Ach, ich kann auch einen Text einfach reinschreiben, na klar. Man kann ja auch sich halt ein leeres Feld drucken und dann einfach mit einem Kugelschreiber was reinschreiben. Mit einem Kugelschreiber, meine ich. Okay, Namecard und Small Worlds. Was ist Small Worlds? Gut, das ralle ich jetzt nicht unbedingt so hart, was jetzt damit gemeint ist. Aber um das auch mal zu zeigen, also man kann wirklich sehr klein drucken, es ist noch lesbar. Also von der Auflösung her, in dem Preisbereich vor allem, geht das absolut klar. Website Print. Aha, jetzt muss ich hier den Browser verwenden. Gut, na, versuchen wir es mal. Gucken uns das mal noch an als letztes. Finde ich ja auch interessant, die Funktion, sich da eben eine Website zu drucken. Also gehen wir mal auf meine gut sortierte Seite. So, und drucken. Und wir machen jetzt mal nur eine Seite. Ne, warte mal, das Ding hat endlos Papier. Print Image, Text, Print. Geschwindigkeit geht klar, das ist die typische Geschwindigkeit halt von so einem Thermodrucker. Ah, na gut, das heißt, nee, typisch eigentlich nicht. Okay, es hat halt einen Teil gedruckt. Kann ich mir ja aussuchen. Wie er jetzt entscheidet, was eine Seite ist, ist natürlich dann relativ. Also ich finde das Ding super. Ja, wie gesagt, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, ich werde es behalten. Und Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich auch ganz fantastisch, es gibt auch noch viele andere. Das ist, glaube ich, P1, es gibt auch noch P2, kann ich euch auch verlinken, wenn ihr wollt. Also, die sind vermutlich dann schneller oder hochauflösender, könnt ihr selbst vergleichen, hier eben mit 57mm Papier. Und ja, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen, nicht nur die Katze, sind eigentlich die anderen. Ja, das passt doch jetzt dazu. So, sind noch die anderen auch noch am Start. Ist ja die Symbolik von den Herstellern, ne? Da geht's genau nochmal die richtigen hier am Start. Also die Katzen danken euch fürs Zuschauen und abonniert den Kanal der Katzen. Kommt auf moschus.de, die Seite, die ich euch gerade gezeigt habe. Stelle ich mal wieder interessante Angebote online. Die aktuellen Giveaways sind jetzt vorbei, werde ich heute auflösen. Und dann wird es vermutlich Ende der Woche neue Giveaways geben. Und ihr könnt auch meinen Kanal, meinen Zweitkanal abonnieren, Mosch. Da habe ich erst gestern wieder ein neues Video veröffentlicht. Und ja, wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.